Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder mit einem neuen Video. Diesmal Odimar Shoppen Weihnachtsspezial. Jetzt ist eigentlich November, ich nehme das jetzt schon auf. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass es mein Bart anders ist oder so auf einmal. Kann ja sein, dass ich bis Dezember dann noch was anderes mache. Aber ich nehme das jetzt schon auf und plane das für in Dezember rin, wenn ich weiß, dass die Kleine nicht gucken kann, dass Frau nicht gucken kann und einpacken machen wir dann auch noch. Aber nicht heute, weil dafür habe ich die Zeit nicht. Wir waren heute einkaufen, also Frauchen war ja mit bei, also hier ist ja eigentlich nichts von Frauchen mit bei. Einmal habe ich, das werdet ihr dann sehen, das werden wir nehmen zum Verpacken, ist Silber, Schwarz-Gold, Silber, ja, so wird mir gefällt. Dann habe ich für meine große Tochter, muss man ja jetzt immer noch betonen, nee Quatsch, das hat Frauchen geholt, das ist für unsere kleine Tochter, die demnächst kommt, für ihr Kinderzimmer. Dann hat Frauchen hier Eulenwandtattoos geholt, also seht ihr das so ein bisschen, ja, das sind mehrere Eulen und Wolken und sowas alles, ja. Für unsere kleine Tochter, also auf einer Seite kommen Schmetterlinge beim Bett hin und die Eulen kommen bei der Wickelkommode, vielleicht aber auch andersrum. Ich habe auch nochmal die Eulen geholt für meine große Tochter, die bei mir lebt. Da kommt das auch irgendwo ran, also nicht da, wo der Fernseher ist, sondern Bett, Schreibtisch, die Ecke, damit man das auch sieht. Weil das war runtergesetzt von 3,99 auf 1,99 und für das Badezimmer habe ich das geholt. Das hat ja zwar nichts mit Weihnachten zu tun, werde ich normal im Shopping-Video auch nochmal zeigen, aber die kriegen unsere Kinder dann halt Weihnachten geschenkt, damit sie die Wohnung und sich die Zimmer da ein bisschen verschönern können. Ich mache das mit meiner großen Tochter dann zu Weihnachten zusammen. Die Kleine, die ist dann erst frisch geschlüpft, die kann noch nicht sagen, ich will das da oder da, dann machen Frauchen und ich das. So, dann kommt hier noch ein bisschen was. So, dann habe ich das Pummel-Einhorn geholt. Seht ihr das? Das nennt sich auch, was Schatzi, nennt sich Pummel-Einhorn? Pummel-Einhorn nennt sich das richtig. Ich will es jetzt auch nicht auspacken, weil wir haben noch ein bisschen, bis die Kleine auf der Welt ist. Ja, das kriegt die Kleine von mir geschenkt, beziehungsweise das gebe ich meiner großen Tochter, dass sie ihrer kleinen Schwester das schenken kann. Also nicht direkt ein Weihnachtsgeschenk, aber ist Dezember und deswegen habe ich gedacht, ich mache das mal mit drin. Kann ich oben im Audio was shoppen nochmal mit reinmachen. So, dann habe ich, beziehungsweise wir, Frauchen hat dann das mal gesehen, das hat ich nicht gesehen, hat sie dann zugeschlagen, weil wir doch ein Winterbaby kriegen, das ist Deko. Dann haben wir gesehen, das habe ich heute geholt da, einmal mein erstes, mein Bildwörterbuch und meine ersten Wörter. Das ist zwar jetzt, kriegt sie zwar jetzt schon, aber das können wir ja dann zusammen machen, wenn sie dann in Monat, zwei Monate ist und hier Ente und so ein bisschen früh fördern, halt so ein bisschen zusammen was machen, damit sie ein bisschen andere Eindrücke hat als Wand, draußen, Bäume, kalt. Ja. Dann hat Frauchen geholt für unsere Tochter zu Weihnachten schöne warme Söckchen. Dann habe ich gesehen und da konnte ich mich nicht entscheiden. So. Einmal hier eine Handgras-Spielzeug. Nee, Handgras-Ping-Bee. Also eine Handgrasbiene, irgendwie, keine Ahnung. Die ist aus Holz. Ab, also 0 plus. Da kann man ransabbern, machen, was man will. Das ist alles für Kinder geeignet. Ja. Und da konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich jetzt die Biene will oder ein Handgrabsching, was ist das da? Irgendwas, wo man bewegen kann. Sieht man's? Ja, und deswegen habe ich dann beide geholt für Weihnachten, für die Kleine. Da wird die sich freuen. Die kriegt noch nicht was mit, aber die wird sich trotzdem freuen. Dann für meine große Tochter, weil die ja malt, bastelt und so was alles, habe ich hier, ich weiß ja nicht, wer das sein soll, Sonny, Laura oder so, aber ich habe das gesehen. Und dachte, Mensch, mit Malen, ich kenne die Olle nicht, muss irgendwas mit Disney zusammen sein. Wer weiß, kann mir ja nicht mehr schreiben, aber das habe ich gesehen zum Basteln. Und da habe ich gedacht, nimmst du mal mit.
So, dann für meine große Tochter noch so ein Bastelset. Da kann man so eine Rakete basteln und bemalen. Die bastelt nämlich total gerne. Da kann sie mit ihren Freundinnen zusammen machen oder alleine machen oder was weiß ich. Dann, für die Kleine haben wir dann noch geholt. Bauklötzer, seht ihr das? Ja. Also nur einmal, bei Lidl haben wir das geholt für 9,99 Euro. Ich wollte ja noch Autos und Gebäude, so mit Fenstern und so was. Da hat meine Frau gesagt, nein, das ist kein Junge. Sag ich, das ist ein Auto, gehört doch zu einer Stadt dazu. Da spielt man mit Puppen drin. Sag ich, so kleine Puppen gibt's aber nicht. Und in der Stadt gehören Autos dazu. Ja, da hat man Brücken und so was, alles. Ja, durfte ich denn nicht kaufen. So, und dann für meine große Tochter noch einen PlayStation-Controller. Neun. Die hat einen PlayStation-Controller, die braucht aber einen zweiten, wenn sie mit ihrer Freundin zusammen spielen will und was weiß ich. Und meine will ich nicht weggeben, weil dann zocken sie die leer und dann habe ich abends keinen im Stream. Das ist dann halt doof und deswegen kriegt sie ihren zweiten eigenen Controller. Da kommt dann auch ein Lightbar-Aufkleber wieder rauf, den habe ich oben im Schrank. Da steht dann Josie, den klebe ich dann rauf und dann hat sie da auch einen Lightbar-Aufkleber wieder drauf. Das passt dann alle ganz gut. Dann wird sie noch eine 20 Euro PSN-Karte bekommen. Und Süßigkeiten, die habe ich jetzt hier nicht mit bei, weil Süßigkeiten, so Weihnachtstüten kennt ja jeder und so ein Klimbim-Zeug halt. Die habe ich jetzt hier nicht mit bei, weil dann kann sie sich, die spielt ja Minecraft. Ne? Hat eine PS4 mit ordentlich Power, was spielt sie? Minecraft. Naja, und da kann sie sich, das lade ich ihr dann auf. Die hat ja ihren eigenen Account, nicht meinen Account, die spielt über ihren eigenen Account. Und da kann sie dann sich Minecraft-Zeug kaufen und irgendwelche DLCs und so. Und da freut die sich. Ja, dann kann sie da jetzt dann ab Weihnachten mit ihren Freundinnen zusammen spielen. Und DLCs kaufen. Und die hat da auch so ein Gespensterpaket gibt's da und Wikingerpaket und ich habe keine Ahnung, da gibt's irgendwelche Pakete. Und die sind so toll, die muss man haben. Warum weiß ich nicht, aber sie muss sie haben. Und ja, die kriegt sie dann alle zu Weihnachten. Und die hat ja dieses Jahr den großen Fernseher, die PlayStation 4, Headset, ein Fire TV und nicht nur ein Kleinfernsehen, 42 Zoll, alle die kriegt, also ja, das muss ja dann wohl mal langsam reichen für Weihnachten, bin ich mal der Meinung. So. Dann würde ich sagen, dann war es das jetzt erstmal für Weihnachtsvideos. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das kommen auch noch Verpackvideos, wenn wir das alles verpacken. Ich weiß ja, der Blattgart steht da immer total drauf, wenn ich die längeren Videos mache und das alles auch verpacke. Sieht zwar meistens nicht so toll aus, aber ich gebe mir halt Mühe. Ich bin halt kein guter Verpacker. Meine Frau kann das viel, 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 viel besser. Aber egal. So, ich bin dann mal weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Ahoi, sagt eure Udi. Ach, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bimmelglocken nicht vergessen und wenn er mich noch nicht abonniert hat, abonnieren drücken. Aber jetzt, ahoi, sagt euer Odin.